Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Heute ist mein erster Tag in der Schule. Ich hoffe, ich finde einen Haufen neuer Freunde und ich kann die mit nach Hause nehmen. Und okay, hier ist schon mein kleines Feenmobil. Da kann ich einmal einsteigen. So, dann nicht vergessen, die Garage zuzumachen. Ups. Und ich frage mich, wer nebenan wohnt. Ich glaube, da sind neue Leute eingezogen, aber ich habe die noch nie gesehen. Vielleicht gehen die ja auch mit mir auf die Schule. Oh, vielleicht haben die eine Tochter, die in meinem Alter ist und dann kann ich mit ihr beste Freunde werden. Und dann wohnt sie direkt gegenüber. Das wäre so cool. Zum Glück habe ich meinen Führerschein gemacht. Wo ist denn hier? Die Schule ist da einmal links. Okay. So, ich bin natürlich recht früh dran, aber ich will auf keinen Fall zu spät kommen. Und ich glaube, es ist... da ist jemand anderes schon. Die hat auch ein pinkes Auto. Oh, okay. Pinkes Auto. Ich habe auch ein pinkes Auto. Wir können sicher Freunde werden. Okay. Hallo. Oh, hi. Gehört dir der Jeep da draußen? Was bist du denn für eine? Hi. Ich bin Ronja. Ich bin neu hier in der Stadt. Warte, gehört dir das andere Auto draußen? Ja, wieso? Oh, ich fand's nur cool, dass du auch ein pinkes Auto hast. Ich habe auch ein pinkes. Warum siehst du so dumm aus? Okay. Wieso sehe ich denn dumm aus? Hä? Was meinst du? Diese komischen Fake-Flügel? Oh, okay. Das sind keine Fake-Flügel. Ich bin tatsächlich eine Fee. Das sind meine Flügel. Ich kann die nicht wirklich abschneiden oder sowas. Aber du kannst gerne mal anfassen. Ja, Feen gibt's nicht. Doch, guck, fass an. Lügnerin. Nein, das ist kein Witz. Das sind meine richtigen Flügel. Das ist auch meine richtige Haarfarbe. Die wächst so raus. Ich krieg dann immer Regenbogen. Und das ist richtig cool, weil je länger die werden, desto, weißt du, mehr Regenbogen krieg rein. Und du willst doch nur Aufmerksamkeit. Nein, wirklich nicht. Ich glaub mir bitte. Kannst du... Ich bin wirklich eine Fee, trust me. Warte, in welcher Klasse bist du? Geh doch einfach weg. Okay, ich schätze mal, so viel zu Freunden. Vielleicht kenne ich ja noch andere Leute irgendwann in der Schule, die sich besser mit mir verstehen und... I don't know, ich habe gedacht, vielleicht kann ich mich mit der vertragen. Naja. Okay, das war jetzt nicht so ein super erster Tag, aber vielleicht wird morgen dir besser. Oh mein Gott! Nein! Die wohnt gegenüber? Okay, vielleicht kann ich mich ja doch noch irgendwie vertragen mit ihr. Moment, ich steig mal aus. Hey! Hi, ich bin's nochmal. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben uns in der Schule kennengelernt. Wohnst du hier gegenüber? Was willst du denn? Ich habe gedacht, vielleicht haben wir uns auf dem falschen Fuß kennengelernt oder sowas und wir können nochmal reden. Wir sind schließlich Nachbarn und da sollten wir uns ja vertragen. Außerdem gehen wir ja in die gleiche Klasse. Vielleicht können wir irgendwie, wenn wir krank sind, uns Hausaufgaben mitbringen oder uns irgendwie helfen bei Klausuren, zusammen lernen und so Sachen. Lass mich in Ruhe, du Ziege. Du musst nicht so gemein sein. Ich meine, was habe ich dir denn getan? Du bist mega komisch. Nur wegen den Flügeln? Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass ich eine Fee bin. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Geh doch einfach weg. Okay, ich schätze mal, das wird erstmal nichts. Vielleicht ja morgen. Wir sehen uns morgen in der Schule. Mach's gut. Okay, das klappt bis jetzt eher mäßig. Dann fahre ich mal mein Auto rein. Das ist voll schade. Ich habe gedacht, vielleicht, weißt du, hat sich das ja am Anfang nur ein bisschen auf dem falschen Fuß kennengelernt und dann kann man sich noch anfreunden, aber nee. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Vielleicht kann ich irgendwie meine Flügel verstecken, aber das wird wahrscheinlich schwierig in Klamotten. Die gucken so weit raus. Okay, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe meine Flügel irgendwie unter den Hoodie gequetscht und oh, das tut richtig weh, ist richtig unangenehm. Aber vielleicht lassen mich die anderen Schüler dann in Ruhe und ich kann endlich ein paar Freunde finden hier in der Schule. Hi, wie geht's dir? Ha, ich wusste es. Die Flügel waren fake. Nein, die waren wirklich echt. Ich habe die immer noch an. Ich kann sie zeigen. Das Ding ist, ich habe gedacht, weißt du, wenn ich einen Hoodie drüber ziehe und die so ein bisschen einquetsche, das tut zwar super weh, aber dann, keine Ahnung, dann ärgern mich die anderen Kinder und du nicht mehr. Du bist so ein Freak. Bin ich wirklich nicht. Ich bin eine Fee. Glaub mir doch. Wie kann ich es dir beweisen? Okay, weißt du was? Du kannst nach der Schule zu mir kommen. Weil ich darf in der Öffentlichkeit, darf ich nicht, weißt du, meine Feenzauber-Sachen zeigen. Dann habe ich zwar die Flügel an und die meisten Leute denken halt, die sind eh fake. Aber, weißt du, jetzt gibt es halt nicht mehr so viele. Du kannst nach der Schule zu mir kommen, du wohnst ja eh gegenüber. Und dann kann ich es dir zeigen. Vielleicht? Bah, nein, ich will nicht zu dir. Okay, ich habe es versucht. Dann mach's gut. Tschüss. Ja, ich meine, wie ich es mache, mache ich es irgendwie falsch. Ich meine, das mit dem Hoodie hat jetzt auch nicht so geholfen, wie ich gehofft habe. Ich weiß nicht, was ich anderes machen soll. Alles, was ich möchte, sind Freunde in der Schule. So, jetzt habe ich immerhin ein schönes Eis, dann habe ich ein angenehmes Wochenende und dann kann ich mich ein bisschen vorbereiten auf Schule am Montag. Oh mein Gott. Warte mal, ist das meine Nachbarin? Hilfe! Warte, wieso bist du da oben? Oh mein Gott, ich meine, ich könnte hochfliegen und ihr helfen, aber ich weiß nicht, ich darf halt meine Kräfte in der Öffentlichkeit eigentlich nicht benutzen.
weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich meine, es ist schon so spät. Ich komme nicht runter. Oh mein Gott, wie kann ich denn jetzt helfen? Hilfe bitte. Ich würde ja wirklich gerne helfen. Ich meine, hier ist gerade keiner direkt in der Nähe, oder? Sieht mich jemand? Ja, da sind halt direkt Leute. Oh, ich kann meine Feenkraft nicht benutzen und sie war auch immer nur gemein zu mir. Ah! Aber sie scheint richtig Angst zu haben und sie kommt wahrscheinlich wirklich nicht runter. Ich meine, sie kann ja nicht einfach springen. Okay, okay. Warte, ich komme dir zu Hilfe. Okay, ich muss schnell weg, aber ich hoffe, dir geht's gut. Okay, okay, okay. Hier waren Leute. Ich glaube, die haben es aber nicht gesehen. Ansonsten ist es ja auch schon dunkel. Ich weiß nicht, wie sehr die Leute dann noch gucken. Am Eiscremeladen war ich auch die Letzte. Okay, ich hoffe, das erinnert sich auch nicht unbedingt dran. Ich meine, Trauma ist ja auch eine Sache. Und dann weiß sie auch nicht, dass ich das war. Und dann kann sie mich nicht verplappern und dann ist alles gut. Okay, okay, okay. Das ist meine Geschichte. Ich war auch, ich war Eis holen. Und dann war ich so, obwohl ich darf kein Eis holen gewesen sein, glaube ich. Weil sonst wissen die Leute, dass ich in der Nähe war. Falls die Polizei mich fragt, oh Gott, was ist, wenn der Feenjäger wieder auftaucht? Ich hoffe, das passiert nicht. Das waren schreckliche Jahre. Oh mein Gott, ich hoffe immer noch, das hat keiner gesehen. Ich meine, es hat mich doch keiner darauf angesprochen. Ich bin jetzt in der Cafeteria. Ich versuche jetzt wahrscheinlich den nächsten Tag einfach Leute zu meiden. Ronja, können wir kurz reden? Nein, tut mir leid, ich muss jetzt weg. Tschüss, mach's gut, hab noch einen schönen Tag. Okay, 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 die erinnert sich safe an irgendwas. Okay, ich hoffe, das wird garantiert, wird es Konsequenzen haben. Ich hätte sie niemals retten sollen. Oh, was ich meine, ich kann sie auch nicht da oben lassen. Vielleicht versteht es der... Oh, der Feenjäger versteht überhaupt nichts. Oh, hat es an meiner Tür geklingelt? Wer ist denn das? Hi. Oh, Ronja, wir müssen dringend reden. Nein, ich kann leider wirklich nicht. Tut mir wirklich leid, sorry. Okay, ich glaube, es gibt keine andere Lösung. Ich muss jetzt für ein paar Tage aus der Stadt. Hier ist der Flughafen. Und dann... Oh mein Gott! Was wollen Sie? Habe ich dich endlich, dumme Fee? Au! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hilfe, nein! Jetzt gehören deine Flügel mir. Oh mein Gott, Ronja, da bist du ja! Was ist los? Hi? Was machst du hier? Du wurdest entführt. Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich, der Feenjäger. Ich sehe immer noch hier. Hast du ihn gesehen? Geht's dir gut? Er ist weg. Oh mein Gott, wir müssen hier schnell weg. Der kommt garantiert gleich wieder. Der will mir meine Flügel abschneiden und die verkaufen oder irgendwas da draus machen. Okay, los. Okay, 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 okay. Wir müssen so schnell wie es geht irgendwie ganz weit weg hier. Wie hast du mich gefunden? Ich habe alles beobachtet. Okay, okay, aber du darfst mit keinem drüber reden, was du gesehen hast. Verstehst du? Weil sonst kommt der Feenjäger wieder und dann kann er mich finden. Und dann weiß er, wo ich wohne. Ich muss wahrscheinlich umziehen. Ich kann in dem Haus nicht leben bleiben. Warte. Oh, ich will nicht fragen. Aber kann ich ein, zwei Tage bei dir unterkommen oder irgend sowas? Es tut mir richtig leid. Ich will auch nicht, aber ich habe so eine Angst. Oh mein Gott. Ja, klar. Sicher? Weil, also du hast mich ja. Ich verstehe das. Es ist okay. Du musst doch nicht. Ich kann mir auch sonst was anderes suchen. Ich wollte ja eigentlich eh zum Flughafen und in die Stadt wechseln. Du hast mich doch gerettet. Oh, du erinnerst dich daran? Es tut mir leid, wie fies ich war. Es ist okay. Ich verstehe ja, warum du das gedacht hast. Ich sehe, warum die Flügel nicht unbedingt echt wirken. Und wenn du noch nie vorher eine Fee getroffen hast, dann ist es vielleicht auch erst ein bisschen unglaubwürdig. Ich war nur eifersüchtig. Oh, okay, aber wie? Also, ist jetzt alles okay zwischen uns? Ich wollte auch immer eine Fee sein. Oh, wirklich? Oh, ich kann dir vielleicht ein, zwei Feentricks oder sowas beibringen, die Menschen auch machen können. Ja! Oh, ich hoffe, wir werden Freunde. Oh mein Gott, das hoffe ich auch. Das wäre voll super. Wie heißt du eigentlich? Tanja. Okay, dann auf nach Hause, Tanja? Yes! So, das war's mit dieser Folge Roblox. Ich lebe als Fee, beziehungsweise die verhasste Fee im Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!